Wysoczanski hat unserer Stadt und der KZ-Gedenkstätte Neuengamme ein beeindruckend vielschichtiges Kunstwerk geschenkt. Eine würdige, räumliche Metapher für namenlosen Schrecken und vielfaches Leid. Ein Mahnmal, das Raum zum Denken schafft und Raum zum Denken lässt und damit ein Ort, an dem wir aus dem gemeinsamen Erinnern für eine bessere Zukunft lernen können. Panie Boże Wszechmogący, poświęcamy ten pomnik, postawiony tu ku czci tych, którzy na tym miejscu polegli. Chcemy, by ten pomnik przypominał nam zasługi tych, którzy tu spoczywają. Niech przykład ich ofiary i życia zachęci nas do lepszego oddawania czci Panu Bogu i bardziej sumiennego wypełniania naszych obowiązków na dalszej drodze życia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Gott, du bist unendlich größer als alles, was wir begreifen und verstehen können. Wir nennen dich mit unseren Namen. Wir glauben, dass du uns bei unserem Namen rufst. So weihen wir dieses Denkmal, das an Menschen mit ihren Namen erinnert. Wir bitten dich, segne es, segne die Menschen, die damit erinnert werden. Gieße deinen Segen aus über alle, die hier zusammen sind. Lass deinen Segen bleiben auf den Menschen. Jetzt und immer da. Amen.